Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute mal ein Thema. Ihr wisst noch aus dem Video von gestern mit der SOS, mit dem SOS Survival-Kit. Entschuldigung, ich darf da mal einen Witz machen. Dass ich im Augenblick Probleme mit der Stimme habe. Also ich bin nicht wirklich krank, ich habe keine Symptome, ich habe Corona-Test gemacht. Rotznase habe ich, ja, aber nur nach Benutzung der FFP2. Ich weiß nicht, wem das auch so geht. Ich weiß nur eins, ich habe heute mit etlichen Leuten über WhatsApp gesprochen, Facebook Messenger, auf der Arbeit, und alle sagen das Gleiche. Seit der FFP2-Maske hatten die Probleme oder haben. Nehmen die so eine OP-Maske. Null Problemo. So, woran liegt das? Liegt es an der FFP2? Ist da irgendwas drin? Will jetzt nicht als Aluhut-Rumschwurbler hier stehen. Ich habe das Gefühl, dass wir die nicht alle vertragen. Und da bin ich mir sicher. Nachdem ich die mir heute Morgen Frühstück geholt habe, gibt es in dem Laden auch diese OP-Masken. Ich habe gedacht, komm, du musst das mal testen. Erstmal, ich hatte auch noch Probleme bei der FFP2-Maske. Ich ging den ganzen Hals bis hier unten. So das Gefühl habe, als wäre da was drin, als hätte ich was eingeatmet, was vielleicht bei der Benutzung der Maske. Ich habe übrigens bei der FFP2-Maske, die ist übrigens benutzt, ihr seht's. Ja? Da ist nämlich hier vom Nasenflügel ein bisschen Dreck dran. Ansonsten kein Sabber, kein Nix. Darum geht's nicht. Die ganze Zeit hat Gefühl, dass ich was. Stütze ich mich gegen den Baum und komme gegen mein Auto. Also, was im Hals hatte. Und wenn ich mal gehustet habe, hatte ich das Gefühl, als käme da was raus. Wie wenn man in der Kälte atmet. Ihr kennt's. Klar, ich rauche wieder. Aber wenn du zwei Stunden lang oder eine Stunde lang den LKW geladen hast. Ja, und wir haben Maskenpflicht. Ich bin Heavy User. Sprich, Heavy User in den Masken. Ich trage die beim Einkaufen. Ich trage die auf der Arbeit, wenn ich den LKW lade. Das ist zweimal am Tag. Ich trage die dabei, wenn ich den entlade. Eine Stunde beladen, eine Stunde entladen, eine Stunde beladen, eine Stunde entladen. Einkaufen und so weiter, den ganzen Schmonz. Insgesamt trage ich die am Tag mindestens 5 bis 6 Stunden. Habt ihr auch damit Probleme? Jetzt habe ich mir angewöhnt, durch die Nase zu atmen. Auf einmal geht mir die Nase zu. Ich habe hier, das ist hier richtig dick, das tut weh beim Draufdrücken. Okay, Bremen drückt nicht drauf, tut zwar nicht weh. Guter Joke. Kleiner Joke am Rande, kommt ein Mann zum Arzt, sagt er: Herr Doktor, wenn ich hier drücke, tut's weh. Wenn ich da drücke, tut's weh. Wenn ich da drücke, tut's weh. Was ist das? Sagt der Arzt. Finger gebrochen. Gut. So, jetzt wollen wir mal was gucken. Die benutzte FFP2. Ohne Strom. Mal gucken, ob das Messer dafür taugt. Erstmal mache ich die auf. Es gibt aber so ein lustiges Fake-Video. Hat jemand so eine FFP2 in die Mikro getan und da kamen dann anschließend so ein paar wie Maden raus. Das ist unmöglich, das kann nicht sein. Hier ist wohl Schaumstoff drin. Wirklich, ohne Quatsch, mir läuft die Nase wegen der FFP2. Also hier ist irgendein Schaumstoff drin, ja. Eine Lage, dann Schaumstoff und weiß der Kuckuck was. Lass die mal unbehandelt. Ja, also ich werde jetzt nichts aufbauen. Mal gespannt, ob die brennt. Das ist natürlich jetzt ein Experiment. Das braucht die Welt nicht unbedingt. Aber ich will es testen. Mal gucken, ob das Messer dafür taugt.
Also unbehandelt taugt die dafür nicht. Wir rauen sie mal auf. Dann gucken wir noch mal. Da ist übrigens ein Bügel drin, den könnt ihr rausnehmen. Ja? Könnt ihr euch was draus bauen in der Survival-Situation. Aber sie brennt nicht. Gut, also Survival-Problem behoben. Ja. Aber sie klimmt durch und durch. Das heißt, wenn da was drankommt, pappt die aneinander. Ich halte die Dinger für gefährlich, brandgefährlich. Das könnte zu richtigen Verletzungen im Gesicht kommen. Ja? Sehen wir mal, das war die Vorderseite. Nehmen wir mal die Rückseite. Also die innere Seite. Fliegeralarm, wenn Bremen dreht. Alles klar. Da glimmt sie schon wieder. So eine Watte drin, die anfängt zu glimmen. Weiß ich nicht, ob das so gut ist. Tja, so. Also, aber nicht wegwerfen. Hätte ich mal besser mitnehmen können, hallo? Seht ihr das? Also brennt tut sie nicht, aber sie, das ist wie so ein Schmuggelbrand. Ja. Naja, gut, macht halt ein bisschen Watte drauf, dann ist er ein bisschen. Macht ein bisschen Wachs drauf oder so. Dann geht die bestimmt ab wie Zäpfchen. Jetzt gucken wir mal bei der hier. Nur da, wo die Zündfunken drauf kamen. Jetzt gucken wir mal, ob die mit dem Feuerzeug brennt. Jetzt kommt natürlich Wind auf, ist ja klar. Sieht dann in etwa so aus. Schmuggelt also auch nur so ein bisschen. Also von daher brennen die euch nicht im Gesicht ab, sondern Entschuldigung. Wirklich durch die Scheißmaske Probleme. Ja. Ich habe keine Grippe, ich habe keine Symptome, ich habe kein Fieber, nichts dergleichen. FFP2 gehören bei mir absolut jetzt zum No-Go-Artikel. Kommt mir nicht mehr ins Haus. Dann lieber hier die OP-Maske. So, Frage an euch. Wer hat Probleme, seit ihr die FFP2 trägt?
Wenn ja, in welcher Art? Bei mir macht das hier. Wenn ich da nur drauf drücke, tut's weh. Bremen drückt nicht drauf. Also, unten in der Kommentarsektion, wie sieht's bei euch aus? Also, wie immer gilt, tschüss, Madiot, schwenkt den Hut, tschüss, Hab und schwenkt die Kappe.